Hey Leute und ganz herzlich willkommen auf dem Kanal der Fischer Academy. Mein Name ist Leo oder auch Leo Bellies und heute werdet ihr meine praktische Vorprüfung sehen. Leo, ich fährst geradeaus weiter. Hier noch das Schild. Was ist denn, wenn da was von links kommt? Das ist scheißegal. Also ihr müsst wissen, Leo ist auch gern lieber anonym unterwegs. Ich check, egal. Ich bin schon sehr gespannt. Lasst auf jeden Fall schon mal ein Like da und let's go mit dem Video. So, ich bin Franzi. Mhm. Wir führen jetzt so was Ähnliches durch wie deine tatsächliche praktische Prüfung. Mhm. Ja, die ist relativ ähnlich aufgebaut. Ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich nichts sage, fahren wir immer geradeaus. Ja. Ansonsten sage ich rechts, links, immer rechtzeitig an. Mhm. Sollte ich mal nichts sagen, musst du einfach mal schauen anhand von Verkehrszeichen, wo du lang fahren kannst. Ja. Okay. Weil ich die bei dir so auch nicht gesehen habe, dadurch, dass immer so eine Hand davor ist. Hm, aber wenn sie da unten ist, dann ist ganz schwierig. Links bitte. Ich kann das eigentlich. Ich kann das am Ende des Tages nicht mehr. Hm. Ich verwechsel dann auch rechts und links. Hier kommt dann immer noch oben und unten dazu. Sommer ist offiziell vorbei, habe ich gehört. Ja? Ja. Also wie ich das hier sehe. Das macht er die ganze Zeit automatisch. Das ist nicht mehr hoch, runter oder so, macht er. Aber ist doch gut für den Garten, oder? Wenn es ein bisschen regnet. Mhm. Noch schöner wäre es natürlich, wenn ich Aufwasser benutzen kann. Ja, gut, das stimmt. Deine Kirschen waren übrigens sehr lecker. Das freut mich. Ich habe alle vernaschen gestern. Die nächste nach rechts, bitte. Das soll ja den ganzen Tag regnen, oder? Mhm. Auch im Jahr. Klasse. Ist eh im Auto. Geht ein bisschen einfach. Fahren muss ich auch nicht. Und zum Fußball sitze ich im Topf. Stimmt. Wann ist Anschluss heute? 18 Uhr. Uff. Hast du Frankreich gestern gesehen? Nee, da lag ich im Bett, ich hatte noch Platz. Die nächste nach rechts dann bitte. So, dann müssen wir die Grundbauaufgabe umkehren durchführen und Sie suchen sich bitte mal eine geeignete Stelle zum Umkehren. Schöne Häuser hier. Mhm.
rechts auf dem Parkplatz vom Möbelbastel gekauft. Links und anschließend wieder rechts. Mein Mann, das ist aber meine Aufgabe. Ja, ich habe Zeit vor Zug. Ich bin schon so zeitig unterwegs gewesen. Bei mir ist es schon gefühlt um 12. Beim Netto, beim Finanzamt könnte was sein. Nach rechts, ne? Ja. So viel atmen, Franzi. Okay. Kann man weniger atmen. Die nächste nach rechts, bitte. Nee. Ach so. Das sind also Straßen immer. Das ist eine Einfahrt. Nächste Straße. Nur die Kupplung. Doch, die mag ich. Hast du einen grünen Pfeil oder die Kupplung? Die Kupplung. Ja, und einen grünen Pfeil? Ja, kommt drauf an. Ach, nee, die Kupplung. Die Kupplung, ja. Die Kupplung hier. Naja. Die haben wir. Die nächstmögliche nach links, bitte. Hallo, ich fahr's geradeaus weiter. Hier noch das Schild. Die nächstmögliche. Mhm. Das ist die, die als nächstes möglich ist. Die wären nicht möglich gewesen. Thank you.
rechts. Welche Vorfahrtsregel haben wir denn hier? An der Kreuzung? Was ist denn, wenn da was von links kommt? Das ist scheißegal. Okay. Umfahren, Fußgänger, fertig. Mhm. Nach links dann. Was hast du gesagt? Ungünstig. Zwischen den beiden geht durch hier so die Lücke. Das Silberne und der Schwarze. Der Silberne und der Schwarze hier rechts. Also ihr müsst wissen, Leo ist auch gern lieber anonym unterwegs. Okay. Datenschutzbeauftragter. Mhm. Okay, das ist in Ordnung. Geht ja niemandem was an, warum sie anhört, wenn sie hinten steht. Ich check, egal. Mal zeigen, wo du hin möchtest. Am besten schon vor der Lücke. Okay, sollen wir genügen? Dann verlassen wir bitte den Parkplatz nach rechts. An der Ausfahrt nach rechts.
Wie liefen die Vorprüfung? Gestern jetzt? Nee, hier. Wie? Theorie. Ach so, Theorie. Drei. Also, du hättest dir was einfallen lassen. Und hat mich bitte. Das Schöne ist ja, dass unsere Markierungen bei gutem Wetter schon so schlecht zu sehen sind, dass sie bei Regen ja gar nicht mehr zu sehen sind. Schön. Hier in der Stadt. Wo ist das eben? Tja, für den Frisur im Eimer. Extra eine Dreiviertelstunde für ein Bad und hat nichts gebracht. Das ist echt böse, die Arme. Kein Trägerdatei. Gestern extra noch 90 Euro bezahlt. Tja, einfach mal mit dem nassen Hobby Fett gegen die Stehenfrisur von der Lena. Das stimmt. Aber mal kurz eine Steckdose fassen. Mhm. Bist du dran vorbeigefahren? Für eine Sekunde so. Kann ich jetzt hinten Menschen an dich ausmalen? Gerne. So schön schlagen. Gerne. Recht ab. 20,5 Grad sind schon ein bisschen kalt hier, ne? Findest du? Ja. Ich finde es sehr angenehm. Das kann ich auch nicht. Ich brauche schon noch eine Jacke. Ich habe eine Rettungsdecke hinten drin, die kannst du dir umhängen. Dann links bitte. Da lacht sie. Ich verstehe das nicht. Warum gucke ich mir so gerne in den Spiegel? Und dann so warm ich. Frühstück. Und dann hier nach rechts. Und links. Gar nicht hören, ey.
Naja, also wir machen es mal kurz. Bestanden hättest du nicht. Mhm. Also okay. Es gab einfach zu viele Dinge. Das hat schon angefangen, als wir losgefahren sind. Sind wir vorne links, wollten wir abbiegen. Und da bist du sehr spät erst in den Fahrstreifen rüber. Ne? Also noch einen Millimeter weiter und die Linie wäre durchgezogen gewesen. Und dann hätte sich das an der Stelle schon erledigt gehabt. Ne? Mhm. Musst halt da auch aufpassen, wenn dann schon jemand vor dir in den Fahrstreifen reinfährt, weil man einfach nicht weiß, wo du hin möchtest, dass ihr da nicht kollidiert miteinander. Das nächste war dann, wir sind dann geradeaus weitergefahren und da geht es gleich nach der Ampel dann 70. Da bist du mit 50 weitergefahren und bist erst auf 70 nach dem zweiten Verkehrszeichen. Also da bist das erste Drittel mit 50 weitergefahren, weil du das gar nicht gesehen hast. Danach war erstmal alles in Ordnung. Das Umkehren, ja. Also man sagt ja immer, eine geeignete Stelle, es war okay, blöd war nur, dass da jemand rausfahren wollte und der warten musste, bis du fertig bist, obwohl 100 Meter weiter eine wunderbare Wendestelle ist, wo du niemanden behindert hättest. Ja, okay. Ne? Also es war etwas unglücklich gewählt, aber du hast das Umkehren richtig gemacht, hast den Blinker gesetzt, dann musst du halt warten, es war jetzt halt blöd für ihn. Wäre jetzt kein Fehler an der Stelle so gewesen. Ne? Aber da einfach nochmal ein bisschen aufmerksamer gucken, weil die hat man gesehen von der Position aus, wo du angehalten hast. Das Einparken war okay, das rechts rückwärts. Wo waren wir drittens? Genau, dann sind wir ja die Berliner Straße vorgefahren und da habe ich zu dir gesagt, davor noch der Grünpfeil, wo du erstmal stehen geblieben bist und gar nicht reagiert hast. Du darfst ihn ruhig benutzen. Ja, also, ja, es ist eine Kannbestimmung, aber tatsächlich wollen die Prüfer hier sehen, dass du weißt, wie es damit umzugehen. Okay? Und da vorne an der Stelle ist echt schön, du kannst da drüber fahren und dann einfach schön stehen bleiben. Und dir kann da nichts passieren. Dann sind wir Berliner Straße reingefahren, da habe ich zu dir gesagt, die nächstmögliche links. Und weil der rote da rauskam, hast du dich wahrscheinlich schön mitreißen lassen und wolltest da links reinfahren. Obwohl dir das blaue Zeichen schon gesagt hat, hier, Gebot, du musst geradeaus fahren. Und dann hast du nicht mal die Sperrtafeln gesehen, dass du da reinfahren darfst. Also, dass es nicht erlaubt ist. Ja, so. Ne? Der war rund. Eckig Einbahnstraße, rund nur geradeaus. Und der war rund vor der Kreuzung. Der darf nur geradeaus. So, dann sind wir vorgefahren, rechts auf die Gagarinstraße drauf und da habe ich dich die nächste links abbiegen lassen. Da hast du dich verkehrt eingeordnet. Du musst links hinter die Insel und musst dich da einordnen zum links abbiegen. Da sind auch Markierungen auf dem Boden, die dir das zeigen. Ja, es ist schwer zu erklären jetzt so. Wir fahren dann immer langsam. Da stehen diese Inseln, wo lauter blaue Pfeile dran sind. Da geht es so links, rechts und in der Mitte ist dieser gepflasterte Weg. Auf jeden Fall hast du dich da verkehrt eingeordnet und bist einfach aus dem Rechten nach links abgebogen, obwohl du dich da links einordnen hättest müssen. Okay. Dann hast du aus einer rechts vor links keine Ahnung was gemacht. Auf jeden Fall hast du quasi gewartet, dass von links jemand kommt. Du hättest da quasi einfach rumfahren können, weil du hattest Vorfahrt. An dem Stoppschild wäre es schön, wenn du stehen bleibst. Wirklich stehen bleibst, aber drei Sekunden. Ich habe bis drei gezählt eigentlich, aber du hast am Stoppschild gehalten, nicht an der Sichtlinie. Du hast die ganze Zeit gerollt, bis du losgefahren bist. Du hast zu viel angehalten. Okay. Ist keine Halblinie da, hältst an der Sichtlinie und die ist weiter vorne, nicht am Stoppschild. Und dann sind wir hier runter, da hast du dann das 70er-Schild schön gesehen, da hast du dann auch entsprechend beschleunigt und nachdem wir rechts abgebogen sind, weiß ich nicht warum, bist du mit 20 die Straße lang gefahren. Und das sind 50. Ja. Also es war kein Grund, warum... Also bei manchen engeren Straßen bin ich aber mit Absicht langsamer gefahren. Die Straße ist nicht eng, da passen zwei. Nee, also ich meine generell nur. Ja, ja, da wo das, die Straßenverhältnisse nicht zulassen, bin ich ganz bei dir, aber die Straße ist extrem breit und du bist da mit 20 lang gefahren. Okay. Also das war ungünstig. Da müsst ihr nochmal nachgucken. Aber das sind jetzt so Dinge, sage ich mal, das mit dem Grünpfeil, mit dem Stoppschild, ne? Das sind alles so Sachen, die sind vermeidbar. Das solltest du auch hinkriegen, bis du auch schaffst. So Leute, das war's jetzt hier mit dem Video. Ich habe ja leider nicht bestanden, aber ich glaube, dass ich mich auf jeden Fall bis zur Prüfung noch verbessere. Ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und das war's. Ciao!